So, willkommen zurück zu Diyama. Ach, du halluzinierst, Lumi. War ein Also Vogel, ich ich bin hab in ihn gesehen. dieser Nee, das. Vega-Ansicht und ich sehe gar niemanden. Nee, das war der Hummingbird. Nee, der Dach von der Kupfergießerei, aber das war der Hummingbird, der davor war, Bird, irgendwo. Bird, Hummingbird. Ich sage Bird, Bird, Hummingbird. This is it's not as bird is the word und bang bang. Ja, Bang normal. bang 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 me bang 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 Hier, Fabrik. bang Halt mal, bang Jungs. Irgendwas ist bei der Fabrik. Fabrik, wo? L-Inks? War da nicht mal ein Autoschieber? Kam grad durch Dingens. Durch. Ich muss gucken. Söldner Joschka, Zielfabrik. Ja gut, einfach ein Ding, ein Zivilist halt. Und das kann durch mich Ja, oder was? stimmt. Fabrik. Ja, aber. Eine Fabrik. Ja, Fatigue? Ich weiß nicht, was da kam. Ich habe nur Ziel. Aber ich meine, von wem? Das ist ein scheiß Schrottplatz und Halt, keine ich bin ein Fabrik hier. Auto, da stand so. Nein! Stehen Doch, tausend. ich bin der Garage. Das ist Lumi. kaputt, du Held! Beweise ich dir auch gern nochmal, dass das kaputt war. Ich präsentiere deine Limousine. Kaputt. Das sieht sehr täuschend ist, echt aus. Yusuke, Ziel, Haus, klein, weiß, 75 Meter, 5 Uhr. Ziel, halt die Fresse. Ziel, bist ein Spast. Weil das noch so Was? aus Ar ich hasse das noch so aus Arma 2 Zeiten da, wenn immer dein Charakter was gespottet hat, das irgendwie 300 Meter weg war. Target unknown, target enemy unknown, 300 meters, far, 5 o'clock, unknown. So geil. Kannst du es Der echt kam gut? gerade dieses Söldner, nee, Söldner. Zivilist oder so, Gorgon. Also bei 200, was sind das? 280 Grad ungefähr, lag oben immer noch einer auf dem Berg. Wollen wir doch mal hinfahren? Bin mir aber nicht sicher, ob das einfach nur eine Leiche ist von gerade eben, aber dann wäre sie immer noch warm. Ja gut, 280 hast du gesagt? Sind das jetzt? Ja, ungefähr. 280 ist wäre hier gerade Nee, voraus jetzt, quasi. nee, 3, 300, 305, 315. 305, 315. Sehe ich ihn gerade nicht mehr? Da, genau. Da liegt noch Ich was sehe da vom Stein nur. irgendwie. Ja, Tatsache, da liegt etwas. Das ist ein schwarzer Punkt vorm Stein. Was hast du denn da für Vor eine. welchem Stein? Ja, Da sehe ich aber auch was und auf das 300 Meter, ohne da ist es. Thermal. Alles bewegt sich nicht. Vielleicht denkt er sich, Vielleicht. der sieht mich nicht. Der Wenn ich sieht mich mich sehe, nicht. sieht er mich nicht. Wenn ich mich sehe, sieht er mich nicht. So ungefähr. Was ist denn hier in der Nähe, was sich überfallen wird? Nichts. Todeskurve. Ja, gut, Checkpoint. Ach ja, genau, stimmt. Ach, da war Ey, ja gerade was. eben stand auch hinter dem Checkpoint stand auch irgendwie eine Karre oder so. Ich weiß nicht, ob das die Cops waren. Also jetzt sehe ich es Wo nichts mehr, soll jetzt ist es weg. Soll es denn liegen? War vorhin auf. Lag hier Das erst war direkt liegen. daneben. Ja, hier ist er wieder, ich sehe ihn wieder auf Thermal. Er Das ist eine ist Leiche. eine Leiche. Und ein Und immer Haufen. noch warm, ne? Geld, 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 Warte Geld, mal! Geld, Da steht ein Hörst du nur auf so Heli. den Da steht ein Lynx? Heli hinter dem Checkpoint. Der steht da schon die ganze Zeit. Der hat Spaß da. Schaffst Hammer du's? weg. Hammer weg, du. Ich gehe aufs Demeter vom Gorgon. 707. Alter, ich bin reich. Kontakt? Nee, Fahrzeug. Wie viel hast du aufgehoben? 300? 2 Millionen. Was? Nein, Quatsch nicht. 775 Euro. Hier am Ziel, du weißt, wenn wir jetzt durch den Checkpoint fahren und da Cops sind, ne? Weißt du, was du bestellen musst? Dreimal Pommes, ein Big Mac. Nee, dreimal Big Mac Menü, extra large und ein Happy Meal mit dem Spielzeug, das leuchten kann. Wir halten direkt daneben an, wir halten wirklich so an und bestellen. Ja, erst wieder so einparken hier. So, also die Luke aufmachen. Auch kein Korb. Frag mal, ob hier jemand ist. Einparken, da ist ein Korb. Frag mal, ob hier jemand ist. Das ist wieder, Hallo? wird der Tod in der Karre sitzen. Hallo? Ist hier irgendjemand? Vor allem die Soundquelle ist einfach mal 50 Meter neben Gorgon oder Hallo? so. Herrgott, ich will gerade aussteigen, jetzt bin ich ausgestiegen. Ja, du bist schon ausgestiegen. Steig wieder ein.
Am Kupferhändler sind Leute, aber die das schreien. Hier tot drinne. Ach, pass auf, warte mal, ich guck mal, ob die Karre in Stand ist, dann bringen wir den mal den Kopf. Hallo Leute, Plankton Weed hat gerade geschrieben, am Kupferhändler sind Leute, die schreien, Hilfe Polizei, aber die scheinen böse zu sein und machen das dann, man anhält, okay. Bringst du die Karre weg? Ja, mach ich. Kann mal jemand den Kopf schreiben, dass ich ihnen ihre Bullenkarre... Ach, scheiß drauf. Ans Haku? Fahr einfach. Ja, fahr einfach ins Haku. Ja, wir müssen doch ja eh zwangsläufig vorbei und dann können wir auch Eskorte hier für den Offroader. Wir geben Eskorte für den Offroader, nicht der Offroader für uns. Da steht übrigens einer. Du bist da einfach durch einen durchgefahren. Einfach so. Hier steht noch eine Karre, die mich verarschen. Ja, die haben mich vorhin schon gespottet. Wollen wir die mitnehmen? Ja, guck mal, ob es offen ist. Siehe? Ich immer, glaube ich, hoch in den Test. Die ist offen. Seal? Ja, ich habe es gerade geschrieben. Seal, einmal ganz machen, mitnehmen. Warte, ich gehe kurz in die Ladestellung. Ja, also ich habe den Kopf schon geschrieben. Ich habe nur ehrlich gesagt Angst, dass wir gleich erschossen werden, irgendwie am Eisenkupferhändler. Wir fahren da einfach dran vorbei, juckt nicht. Jetzt hab ich nachher noch einen Repair Kit. Hurra! Ihr sagen wir einfach den Cops, wir brauchten für ihre Kant zwei Dingen und hätten gern zwei zurück. Du holst uns ja eh ein, ne? Keine Ahnung, bei meinen Fahrkünsten ja nicht. Naja, eher nicht. Oh Gott! Oh. Na, hub mich nicht so doof an, du Bitch. Chuck, rechts von ihnen ist ein Strider, wenn möglich verfolgen. Rechts von ihnen ist ein... Das ist eine sehr genaue Angabe. Rechts von wem denn? Da ein anderer... Also, handelt sich hierbei mal... Ich habe einmal das von Dings erhalten, von wegen eben, das ist Strider verfolgen. Dann habe ich einmal erhalten, verstanden und bestätigt. Und einmal erhalten, handelt es sich um eine Sportlimo. Nein. Jungs. Ah, Strider vor uns. Strider vor uns. Ziel. Magst du den rammen? Auf dem Weg zum Kupferhändler, ne? Warte, den Strider sollen wir anhalten, oder was? Ja, weil die Cops zu inkompetent sind. Okay, soll ich hier auch von der Straßensperre machen? Du könntest natürlich auch dem Strider einfach mal hinterherfahren und versuchen, den auch ein bisschen aufzuhalten. Leute, der Planktonometer hat geschrieben, die sind im Gebüsch oder so. Nur für den Fall, dass wir doch noch zum Händler hinfahren wollen. Soll ich ihm jetzt schreiben, dass wir nicht mehr kommen? Seal, wo bist du? Bist du noch da vorne an der Position, wo das Auto stand? Ich wäre um eine Antwort. Aber ja, ich bin noch da, wo die Kopfkarte verlegen. Ist. Ja, schreib ihm halt zurück, komm dann irgendwann gleich, vielleicht, irgendwann. Mit der Kopfkarre? Ne, wir verfolgen jetzt gerade einen Strider. Zitat. Ein bisschen schade, dass du bei den Kopfkarren nicht wirklich Dingens hast, nicht wirklich blaue Sirene hast. Dass das gebrüdingt ist. Also wenn wir den Strider jetzt gleich verloren haben, fahren wir Richtung Haku. Weil ich sehe ihn nicht mehr. Boah, wie lange ich nicht mehr Geländewagen gefahren bin. Herrgott! Ich auch, ne? Also, nein, eigentlich nicht lange. Ich meine, mein anderer steht ja noch oben bei der Dingens. Wow! Da kam ein Zivilist auf die Straße gerannt und hat geschrien, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Dann bin ich eben ausgewichen gegen den nächsten Baum. Ja, das sind diese noch Leute, die von denen hier der Siedler erzählt, der Plankton erzählt hat, vermutlich. Hallo, lieber Strider, wo bist du denn? LKW verletzt, bla bla bla. Er schreibt das doch nicht in Zeit, du Idiot. Ach, Mann. Strider verloren. Kein Bock mehr. Ja, ich muss jetzt auf euch warten. Alter, die Karre hat sich richtig übel gewickelt. Wo bist denn du? Pfirsichfeld. Ach, Pfirsichfeld bist du schon. Ach ja, gut, ich hab's nicht lange. Ziel, wo bist du? ATM. ATM Eisenkupferhändler. Okay, du flickst ihn dann zusammen und wir fahren dann als Kolonne dahin, ne? Ich habe kein Repair-Kit mehr, waren jetzt alle. Stuf. Eins habe ich auf dem Hinweg gebraucht. Jan, hast du nicht noch eins? Nein. Ein zweites habe ich gebraucht, um den Gorgon vorhin zu reparieren. Und das dritte habe ich jetzt gebraucht, um die Kopfkarre wieder auf Vordermann zu bringen. Ist doof. Übrigens kannst du den Cops mal schreiben, Strider verloren. Medic, help, das ist eine Polizeikarre, du Idiot. Spast. Ja, der mir. Genau. Ja, wow. Also, wir haben keine Repair-Kits mehr. Negativ, aber ich kann eins gerne holen gehen, den Kavala gleich. Ja, ich komm mit. Ich lass die. Ach, du kommst gleich so mit, oder was? Ja, ich stehe hier und die Karre ist im Arsch. Lasst uns aber bitte als Kolonne da vorfahren.
Ja, also als Kolonne. Wir haben ja nur noch hier einen Wagen. Ein Gorgon und ein Geländewagen ist eine Kolonne. Zwei ist eine Kolonne. Ja, gut. Nicht, aber ja. Ja, eben. Sagen, aber grundsätzlich sind zwei eine Kolonne, du Held. Eisenkupferhändler jetzt gleich. Hier, direkt neben dir. Brems. Steig ein. Also ich bin jetzt gleich Eisenkupferhändler. Gross. Nein! Idioten. Wie man es einfach im Hintergrund hört. Nein! Nein! Wow, der klaut jetzt nicht wirklich. Wer steigt da hin? Er steigt in die kaputte Kopter rein. Ja. Da müssen wir uns die Kopf gleich auch noch sagen, dass wir ein Fahrzeug verloren haben unterwegs, was jetzt geklaut wurde. Der ist wirklich so frontal auf die Straße gelaufen und hat dann einfach Hilfe. Und bin ich so links geschleudert, rechts geschleudert und dann voll den SUV erwischt. Wo bist denn du jetzt gerade? Bewaffnet Eisenkupferhändler gleich. Was, bewaffnet? Ach, hä, Eisenkupferhändler? Wir sind verarscht, ich bin schon in Kavala. Das kommst gewesen? Nö. Warum ist ein Eisenkupferhändler? Ich bin schon am Ortseingang Kavala. Weil ihr ein Stück weiter seid wie wir. Leute, nervt mich nicht. Ja, ich habe ja dreimal länger. Ihr ist bewaffnet, da habt ihr nicht zugehört. Wo denn? Immer noch ein Aufruhr da rechts neben uns. Hab ich gesehen. Komm wieder zum Eisenkupferhändler. Wollen wir den mal ansprechen? Magst du den mal ansprechen, Lumi? Soll ich nicht mehr spotten? Halt, stopp. Ja, sprich den mal an, bitte. Sei mal so nett. Guck, jetzt bevor er abhaut. Sag ihm, halt anhalten. Ja, baller ihm hinterher. Disablen. Kann ich nicht. Hinterm Schild. Weil du zu lange gebraucht hast. Ja, am Arsch, Alter. Hättest du den Befehl beim ersten Mal ausgeführt? Hast du es gehört? Wiu. Hey, hallo, haben Sie immer noch Nein? Ja, Gott, mein Fernseher, mein Ding ins Bildschirm flackert und wer ist gejoint? Chris, guten Tag. Moin. Praktikant Chris, was heißt das? Achtung, euch kommt eine grüne Limo, grüne Offroader entgegen. Anhalten! Grüne Offroader, stoppen! Aha. Was macht ihr? Oh, es war nicht stoppen! Das war nicht stoppen! So, stoppt man, Leute! Nicht anders! Nein, habt ihr nicht, ne? Doch, hab ich! So stoppt man, Leute! Was habt ihr gemacht? Der Kumpel läuft da gerade noch. Ist das der Kumpel? Wir waren gerade unterwegs. Wir wollten eine Kopfkarre zurückbringen und Ding... Aufsitzen! Aufsitzen, bevor uns hier jemand sieht! Und Dingens, also hier, wie heißt er nochmal, hier, Lumpinus und Grosser waren im Gorgon unterwegs. Die Cops sind uns weg. Die Cops sind da. Warte. Machen Sie lieber mal den Laserpointer aus. Dann will ich viel Spaß. Warte mal den Laserpointer aus. Man sieht ja von 3 Kilometer Entfernung, den Laserpointer. Herr Jan, sisse. Ups. Ja, warte mal, ich mache mal hier Luke auf. Ja, ich hab's ihm weitergegeben, dankeschön. Also, der Kopf einfach, weißt du, da ist eine kaputte Kopfkarre, da ist eine brennende Limousine, er hält uns an wegen dem Laser. Die rasen einfach mit Vollgas an. Boom, voll in die Karre rein. Das war nicht stoppen. Ziel, Alter, wie ich dich jetzt mal leiser drehen muss, ey. Lumi, ich wette, den haben wir in 5 Minuten im Support. Alter, wetten. Wer war das? Wen haben wir Timed out. Warte mal, ich guck mal kurz. Wer ist in nächster Zeit gestorben? Verbunden. Verbindet, getrennt. Wie das Ding uns hergelaufen. Bitte. Brauche dringend Hilfe. Das ist schon zu weit. Hey, ich finde gar keine Getötet-Meldung. Ryan ist getötet worden. Ich hab schon nachgeguckt, da ist keiner getötet, ne. Lol. Wir haben eine Person umgebracht. Und das ist nicht mal von unserem Freund. Pass auf, weißt du, was geil ist? Wir haben eine Person mit einer Kopfkarre umgebracht. Auf wen wird diese Kompetenz jetzt wieder geschoben? Das ist eigentlich so mad, ne? Ja, es ist so. Nee, es ist geil. Ja, was? Das Geilste ist wirklich so das Szenario, ne? So, grüner Offroader stoppen. Ich sehe nur noch so aus dem Augenwinkel, grüner Offroader. Ich ziehe rüber. Boom! Wir überschlagen uns zweimal. Seine Karre explodiert. Das geht, Alter. Einfach so, Cops haben mich umgenietet. Die Cops haben mich umgenietet. Ach ja, stimmt. Dann ist er jetzt wahrscheinlich oben im Polizeisupport gerade. Oh, Alter. Das. Aber wenn der nicht getötet wurde, müsste der ja hier noch irgendwo sein. Nee.
Jo, ja, dessen Karre ist explodiert, der ist, glaube ich, weg. Wer hat die? Polizeisupport ist jemand, aber das ist, glaube ich, nicht unsere Person. Wer heißt denn der im Polizeisupport ist? Exo. Nö, das ist nicht unsere. Glaube ich auch nicht. Jetzt müssen wir ins KQ fahren und sagen, ja, tut mir leid, ihr Fahrzeug hat einen Unfall. Ja, wir können sie ihn gern abschleppen. Ich glaube, so viel zieht der Gorgon noch. Hinter uns läuft noch einer. Ich weiß aber nicht, ob das der Plankton war. Oh. Weiß ich nicht. Ich Luke schließen, damit ich da läuft direkt bei dem. Kann. Da läuft direkt einer bei dem kaputten Offroader lang, den wir zurückgelassen haben. Ja, pff. Ja, das stimmt. Parkour. Der ist gerade eingestiegen. Ja. Wetten, der ruft uns gleich zu. Habt ihr ein Repair-Kit? Warte, ich drehe mich wieder aus hier. Luke öffnen. Im Gebäude links. Wer war das wohl? Gebäude links von uns sitzt, steht einer drin. Ja, warte, ich geh mal rein. Wer war das wohl hier? Ja, wow, der Zivilist hat sich quer auf die Straße gestellt. Ich hätte ihn voll überrollt. Mein Fahrzeug. Hey, mein Fahrzeug. Mein Fahrzeug. Nein, wir haben immer noch kein Repair-Kit. Was ist denn, wenn ich dir jetzt sage, mein Fahrzeug? Habt ihr immer noch. Nein. Streng genommen nicht, ein bisschen vielleicht. Warum? Das ist ein Radpanzer. Was? Also, och, Ziel, halt doch mal die Fresse, wenn ich mit dem rede, ne? Also, streng genommen sind wir keine Polizisten, bilden aber ein paramilitärisches Glied zwischen Polizei und Rebellen. Sag mal, großer Mann, hört dich nicht. Du hockst in den Hinter irgendwie 30 cm Stahl. Was hat er gerade gefragt? Wie wir das ganze Geld hier haben. Ja, aber mit was? Mit legalen Möglichkeiten. Wir arbeiten. Legal. Legal. Da kommt die Limousine. Da ist der Typ. Da warte mal. Das ist so Mietpreis, gell? Du wirst lachen. Das Ding haben wir uns aber legal erarbeitet. Des Weiteren werden wir vom Staat bezahlt. Das heißt, wir werden aus derselben Staatskasse getilgt wie Medic, ADAC und Polizei. Habt euch die Bullenkarre und fahrt mein Taku. Mal gucken, wie die Leute reagieren. Das hätte man jetzt sagen müssen, so quasi. Guck mal, ihr habt dann Repair-Kit, fahrt das Auto doch mal bitte ins Taku. Wir müssen nämlich weiter. Ihr seid so mad. Und danach müssen wir sagen, ja, das Fahrzeug ist uns abhanden gekommen bei einem Unfall. Es wurde uns geklaut. Es wurde uns geklaut. Von schwer bewaffneten Zivilisten. Mit immer noch kein Repair-Kit. Alter. Wollen wir nochmal dran vorbeifahren? Ja, Alter. Oh, Leute. Hast du gerade bisschen in der Hauswand rein? Nein. Oh, Junge, komm, jetzt geht's langsam das Trolling. Nee, warum? Einmal noch, komm, einmal geht noch. Immer noch kein Repack. Nein! Warum, was gibt's denn im Chat? Mal rein. Wonneberg hat getrennt. Welchen Chat? In-game. Wonneberg getrennt. Warum bist du getrennt? Getrennt? Ja. Arma 3 funktioniert nicht mehr. Nein! Egal, gut, ich bin erstmal offline. Ciao. Buddy disconnected from your channel. So, gut, jetzt, was wollen wir machen? Repair-Kits holen? Ja, Repair-Kits und Kupferhändler. Lass mal zu die Cops fahren, mal fragen, ob wir die nicht vielleicht uns mal ein paar Repair-Kits springen lassen könnten. Ja, wir werden ja aus der Staatskasse gezahlt, ne? Und wir machen hier ganz kurz einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.